so ein neues Bild am Bahnhof. Also sind im Betrieb. Ab morgen sollen die Züge ja hier fahren, ja. Die Inhaltszüge. Da gibt es kein Schild. Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich des Nachhalts des Zuges. Das ist wie in Göttingen. 3, Anfang, ICE 16, 57, nach Dresden-Halbbahnhof. Die provisorische Brücke. In den Abschnitten B bis E, Anfang 20.40 Uhr. Zwei Übergänge oder gar drei hier. Die Gleise liegen sonst brach. Sehen. Schon in Sicht. Idee. Dazu. Mainz bleibt Mainz, bis 7 Uhr nachts. Das ist ein bisschen gut. Soll eigentlich 20.40 Uhr Abfahrt haben. Wir haben jetzt 20.43 Uhr, sprich, wir haben Verspätung. Aber das heißt, im Bahnjargon ist noch pünktlich, weil immer 5 Minuten und 41 Sekunden Verzögerung. Zeige ich euch gleich das hier mal noch. Was dann doch wieder der gekriegt hat, der Holz letztes Jahr kurzfristig eingesprungen ist. Bundesfest. Und nicht vergessen hinterher Daumen hoch zum Hessendorf Video. Oder Debbie liegt auch schon das vorab. Jetzt bin ich gerade vorbeigekommen hier. Ja, der Weg zum Bahnhof ist gesperrt. Halb und halb. So, von Weiden schon zu sehen, das Riesenrad. Jetzt gucken wir uns natürlich die näher an. So, die haben ja eben Spuren gucken. Weil das von der anderen Seite an so gucken. Es ist nicht das Riesenrad, was im Holz war. Das fahren wir vorab. Und damit.
weiter hinten Richtung Geisterschule. So, im Schildepark. Näher komme ich nicht ran. Nicht wesentlich. Wir haben die Wege gesperrt und das ist hier genau zu sein. Entspricht nicht den normalen Normen. Also eine Beanstandung. Minuspunkt für die, die es aufgebaut haben. Und damit erstmal wieder zum Marktplatz zurück. Okay, gehen wir mal schnell hier. Den Schwenkeln zu sehen. Versuche mal Hand zu. Wir sind jetzt so ganz gelingen, also das gleiche Marktplatz. Vorübergehend gesperrt, der ist auf dem Abgang. Das gleiche Marktplatz. So, jetzt sind wir am Marktplatz hier. So sieht es hier auch gegenüber vom Landzelt. Müssten wir jetzt vor der Polizei kommen. Genau, das nächste von der Trauerbeschlagung ist das Ding. Und bitte um Like bzw. Abo, Kanal, Channel, liken, abonnieren, Dankeschön, bis morgen.